In diesem Video beginnen wir mit einem Pickup, 0 Euro und einer Motorsäge. Und das Wichtigste ist, dass uns eine völlig leere Karte umgibt, mit einer kleinen paradiesischen Ecke, in der wir uns niedergelassen haben. Unser Ziel ist es, 1 Million Euro zu verdienen und hier unsere eigene Farm zu errichten. Und so fangen wir an. Der Ort ist wirklich großartig, aber wir dürfen nicht zögern, denn die Zeit ist begrenzt. Tatsächlich hat es viele Versuche gekostet, dieses Video zu machen, denn jedes Mal geriet ich in große Schulden. Aber wenn Sie dieses Video sehen, bedeutet das, dass mir etwas gelungen ist. Und das bedeutet, dass Sie am Ende herausfinden werden, wofür ich diese 1 Million Euro gebraucht habe. Wie Sie bereits verstanden haben, habe ich beschlossen, mein erstes Geld mit Holz zu verdienen. Jetzt werde ich es auf die Größe des Laderaums unseres Pickups zuschneiden. Nachdem ich das Holz in den Laderaum geladen hatte, ging ich zur Verkaufsstelle. Ich denke, dass wir damit gutes Geld verdienen werden. Als ich ankam, lief ich zum Marker und verkaufte das gesamte Holz, wofür wir freundlicherweise 4000 Euro bekamen. Insgesamt habe ich so für einige Stunden gearbeitet. Jetzt müssen wir so viel wie möglich Startkapital ansammeln, damit wir uns wenigstens einige Ausrüstungsgegenstände leisten können. Nach einigen Stunden Arbeit belief sich unser Kontostand auf 21.000 Euro. Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis. Und jetzt können wir zum Laden gehen, um uns die erste Ausrüstung anzusehen. Das Problem ist nur, dass wir keine Miete verwenden können. Ursprünglich wollte ich einen kleinen Traktor kaufen, aber das Problem ist, dass sie sehr teuer sind. Neben dem Traktor benötigen wir auch einen Heuwender, um mit der Heuernte zu beginnen. Im Prinzip habe ich das getan, und am Ende gelang es mir, diesen Traktor mit dem Heuwender zu kaufen. Da wir jetzt die Ausrüstung haben, beginnen wir mit dem Mähen des Grases, mit dem ich mein erstes Geld verdienen möchte. Ich beschloss, nicht weit vom Laden wegzufahren, um keine Zeit für den Transport zur Verkaufsstelle zu verschwenden. Nachdem ich ein kleines Stück gemäht hatte, war es an der Zeit, einen Beinwender zu kaufen. Ich habe den billigsten genommen, denn wir brauchen keinen großen. Als ich auf das Feld mit dem gemähten Gras kam, begann ich es zu wenden. Der Beinwender hat seine Arbeit gut gemacht, also bin ich sehr zufrieden. Ich habe das ganze Feld ohne Probleme gemacht. Mit dem übrig gebliebenen Geld entschied ich, dass wir jetzt etwas brauchen, um das Gras zu sammeln. Es gab zwei Möglichkeiten. Die erste, Heugabeln kaufen und alles von Hand laden. Die zweite, den Kauf eines Ladewagens. Mir gefiel diese Option besser, also habe ich das gemacht. Ich habe eine alte Maschine zum Sammeln von Heu gekauft, bin auf das Feld gefahren und habe begonnen, alles zu sammeln, was wir zuvor gemäht hatten. Es schien ganz gut zu klappen. Nachdem ich das gesamte Gras verkauft hatte, habe ich nicht die erforderliche Summe verdient. Mein Plan war es, 10.000 Euro für den Bau eines Siloturms zu verdienen. Derzeit haben wir 7.000 Euro auf unserem Konto, also machen wir weiter. Nach weniger als einer Stunde Arbeit konnte ich schließlich die benötigte Summe ansammeln. Um ehrlich zu sein, es ist ziemlich schwer, Gras zu verkaufen, aber ich habe es geschafft. Und jetzt, nachdem ich alle Maschinen gesammelt habe, mache ich mich auf den Weg zu unserem Grundstück. Als ich auf unserem Land ankam, begann ich, die Maschinen aufzustellen und natürlich den Siloturm zu bauen, denn dafür bin ich hierher gekommen. Da wir uns auf einer leeren Karte befinden, haben wir nicht viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Daher entschied ich mich, einen Turm zu bauen, in dem wir Gras zu Silage verarbeiten können. Alles, was wir dafür brauchten, war so viel Gras wie möglich zu mähen und es dann zum Turm zu transportieren. Im Grunde genommen beschäftigte ich mich den ganzen Tag damit. Als ich am nächsten Tag aufwachte, hatten wir bereits eine kleine Schuldenlast. Glücklicherweise war zu dieser Zeit das Silo fertig. Das bedeutet, dass wir es verkaufen und Geld verdienen können. Wir haben fast 50.000 Liter davon bekommen, was ziemlich gut ist. Ich habe es in das Auto geladen, mit dem wir das Gras gesammelt haben, und bin zur Verkaufsstelle gefahren. Als ich an der Verkaufsstelle ankam, erhielt ich überraschenderweise 10.000 Euro, was sehr gut ist. Da wir jetzt Geld haben, können wir im Laden etwas kaufen. Aber zuerst brachte ich das Auto nach Hause und nahm stattdessen einen Traktor. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt des Spiels wäre es nicht schlecht, unser eigenes Feld zu haben. Leider haben wir keinen sehr großen Traktor,
Daher müssen wir den einfachsten Pflug kaufen. Hier ist er also. Großartig, wir können zurück auf unser Grundstück gehen. Als ich ankam, begann ich sofort, unser erstes Feld anzulegen, ohne Zeit zu verlieren. Aber leider waren meine Pläne nicht dazu bestimmt, sich zu erfüllen. Dieser Pflug funktionierte nicht gut mit diesem Traktor. Daher musste ich mehr Silo verkaufen und diesen Traktor verkaufen, so ist das Leben. Aber es gibt auch eine positive Seite daran. Von diesem Moment an sind wir im Besitz eines viel leistungsstärkeren Traktors. Das ist cool. Und dieser Traktor sieht auch viel hübscher aus. Was denken Sie? Können Sie in den Kommentaren schreiben. Inzwischen bin ich nach Hause zurückgekehrt und habe mit der Anlage unseres Feldes begonnen. Und endlich hat es geklappt. Dieses Mal hat alles so funktioniert, wie es sollte, und ich war zufrieden. Nachdem ich das Feld umgepflügt hatte, begann ich natürlich sofort, die Unebenheiten zu korrigieren. Es gab nicht viele, also fuhr ich nach einigen Minuten in den Laden. Der Grund dafür ist, dass es sehr lange dauert, Silage mit einem Grassammelwagen zu transportieren, denn die Geschwindigkeit ist sehr gering. Daher macht es jetzt Sinn, einen Anhänger zu kaufen. Hier ist er also, und jetzt wird es mit diesem Anhänger viel einfacher für uns sein, Geld zu verdienen. Übrigens, damit habe ich mich beschäftigt, denn wir müssen jetzt so schnell wie möglich das Feld sehen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, Ausrüstung zu mieten, gäbe es keine Probleme. Aber da müssen wir den sehr kaufen. Genau das werde ich jetzt tun. Den Anhänger lassen wir zu Hause und fahren in den Laden. Hoffentlich werden wir mit unseren bescheidenen 10.000 Euro etwas finden. Es gab einige Optionen, aber ich habe mich dafür entschieden. Für mich ist es eine großartige Sämaschine von der Firma Case. Ich hoffe, sie wird uns nicht enttäuschen. Wir hängen sie an den Traktor, füllen die Samen auf und fahren nach Hause. Zurück auf unserem Grundstück beginne ich mit der Aussaat des Feldes. Für die Kultur habe ich nichts anderes als Weizen ausgewählt. Die Sämaschine funktioniert hervorragend, daher werden wir das ganze Feld jetzt problemlos besehen. Nach dem Abschluss der Aussaat war es wieder an der Zeit, Geld zu verdienen. Ich habe das restliche Silage verkauft und mich auf die Vorbereitung einer weiteren Charge vorbereitet. Diesmal mussten wir noch mehr Gras mähen. Ich habe keine Arbeiter eingestellt und die Arbeit selbst erledigt. Schließlich ist unsere Farm noch klein und es gibt einfach keine andere Arbeit für uns. Deshalb habe ich bis spät in die Nacht gearbeitet, bis ich das gesamte Gras in den Silo-Container transportiert habe, wo der Prozess der Silageherstellung erfolgreich begonnen hat. Am nächsten Tag habe ich mich nicht beeilt zu arbeiten, denn ich habe beschlossen, dass es Zeit ist, die Dekoration unserer Farm zu übernehmen und passives Einkommen aufzubauen. Ich begann mit der Dekoration und entfernte diesen schrecklichen Zaun. Meiner Meinung nach sollte hier etwas Helleres stehen, etwa ein schöner Zaun aus Wellblech. Damit umzäunte ich das gesamte Grundstück, daher macht es jetzt Sinn, sogar ein Tor zu setzen. Es wurde Zeit, über Einkünfte nachzudenken, also begann ich aktiv nach einem Ort für den Bau von Gewächshäusern zu suchen. Mir schien, der Ort hinter dem Silobunker wäre einfach perfekt für Gewächshäuser. Ich entfernte das Gras dort und war bereit zu bauen. Aber in letzter Minute änderte ich meine Meinung. Ich habe kein Geld für große Gewächshäuser, also beschloss ich, solche einfachen Beete zu bauen, auf denen wir wenigstens etwas anbauen können. Um ehrlich zu sein, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, um alles sehr schön zu gestalten. Neben der ordentlichen Anordnung der Beete fügte ich auch Dekorationen hinzu, installierte Wasserpumpen, die Betten automatisch bewässern würden, und es sah einfach wunderbar aus. Aber das war erst der Anfang. Nachdem ich mit den Beeten fertig war, begann ich mit dem Verkauf des gesamten Silos, das wir gestern geerntet hatten. Jetzt, meiner Meinung nach, stört die verstreute Ausrüstung die gesamte Aussicht auf das Grundstück, also war es Zeit für die größten Ausgaben für Garagen. Genau das habe ich getan. All das verdiente Geld aus dem Silo investierte ich in den Bau von Garagen für die Ausrüstung, was die gesamte Situation im Grunde genommen verbesserte, und jetzt sieht unser Grundstück einfach großartig aus. Zudem habe ich ein kleines Holzhaus gebaut, sodass wir von diesem Moment an ruhige Nächte verbringen können, und das habe ich auch getan.
Am nächsten Morgen beschloss ich, die Reste des Silos zu verkaufen, das wir hatten, und es stellte sich zufällig heraus, dass wir einen dringenden Auftrag teilweise erfüllen konnten, für den es eine sehr gute Belohnung gab. Um ihn abzuschließen, musste ich eine kleine Menge Heu liefern. Ich konnte diese Gelegenheit nicht verpassen, also kehrte ich sofort nach Hause zurück und ging an die Arbeit. Zuerst mussten wir Gras mähen, und hier beschloss ich zum ersten Mal, Arbeiter einzusetzen. Ich stellte einen Arbeiter ein, der begann, das Gras zu mähen. Ich hatte nicht vor, mich auszuruhen, sondern lief sofort in den Laden, um für meine Farm einen Heuwender zu kaufen. Dazu kaufte ich auch einen sehr günstigen Traktor, mit dem wir arbeiten könnten. Die Ausrüstung ist zwar einfach, aber insgesamt denke ich, dass sie mit der Aufgabe zurechtkommt. Also ab auf das Feld. Nachdem ich angekommen war, stellte ich den Heuwender auf und startete ihn. Das war großartig, alles funktionierte wie es sollte. Das war das Wichtigste. Jetzt beginnen wir, einen Teil des Grases zu wenden, das der Arbeiter gemäht hat. Nach ein paar Reihen denke ich, dass diese Menge an Heu ausreichen sollte, also können wir jetzt zum nächsten Schritt übergehen. Das heißt, alles in einen Haufen sammeln. Hier werde ich nicht viel Zeit verschwenden und einfach zwei große Reihen machen. Dann geht es mutig zur Heusammlung über. Hier ist es wichtig, nicht zu verpassen und so viel wie möglich zu sammeln. Insgesamt sehe ich bereits, dass diese Menge für uns wahrscheinlich ausreichen wird. Die erste Charge ist fertig, wir schütten sie aus und beobachten den Fortschritt der Aufgabe. Alles ist super, sie wird erfüllt. Das bedeutet, dass wir jetzt mehr Heu liefern müssen. Es ist toll, dass wir auf diese Weise schnell Geld verdienen können. Als ich das zweite Mal ankam, brachte ich das gesamte verbleibende Heu mit, aber es reichte nicht ganz aus, um diesen Vertrag zu erfüllen. Ich ließ mich nicht entmutigen und kaufte einfach einen Ballen Heu im Laden, und das hat funktioniert. Nachdem ich das Geld erhalten hatte, kehrte ich langsam nach Hause zurück und überlegte die ganze Zeit, wofür ich dieses Geld ausgeben sollte. Mir fiel nichts anderes ein, als ein neues Grundstück zu kaufen. Deshalb habe ich es gekauft. Ich habe viele Pläne für dieses Gelände, aber zuerst habe ich es mit einem Zaun umgeben. Ich wollte schon lange Weinreben anpflanzen, aber ich habe es nie geschafft. Deshalb habe ich beschlossen, genau das hier zu tun. Nachdem ich einige Reihen angelegt hatte, habe ich alles mit schönen Wegen verziert. Wir werden vorerst nichts weiter hinzufügen. Übrigens, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man Wein anbaut, also freue ich mich auf Ihre Tipps in den Kommentaren. Ich werde nützliche Kommentare mit einem Gefällt mir markieren. Auf dem verbleibenden Teil des Grundstücks habe ich beschlossen, dass wir in der Zukunft ein weiteres Feld für herkömmliche Kulturen anlegen werden, denn ich bin schon sehr müde und heute fehlt mir die Kraft dazu. Wenn Ihnen die Arbeit gefallen hat, die wir gemeinsam gemacht haben, wäre es großartig, als Dankeschön ein Gefällt mir und ein Abonnement für den Kanal zu erhalten. Das ist die beste Unterstützung. Und jetzt können Sie sich das Video ansehen, in dem ich auf der Karte Jungle No Man's Land überlebt habe. Das Video ist auch sehr interessant, also kann ich es allen nur empfehlen. Bis bald!